Hallo, hallo, mein Name ist Deborah Fleischmann und in dieser magischen Folge bin ich wieder unterwegs als Deborah Date Doktor und sie spricht über nichts anderes als über die Liebe in Zeiten von künstlicher Intelligenz. Let's go! Deborah Date Doktor, sie prognostiziert folgendermaßen. Ich sage hiermit, also ich gehe jetzt wieder ins Ich zurück, weil dritte Person ist auf Dauer zu anstrengend, aber verleiht mir natürlich auch eine gewisse Form von Autorität. Dieses Stilmittel hat auch nicht zuletzt der weltberühmte Feldherr und Kaiser Julius Caesar verwendet. Er hat sehr viel in der dritten Person von sich selbst gesprochen, damit es objektiver wirkt und damit er souveräner erscheint. Aber wir lassen das jetzt für die restliche Folge hier weg, weil, ja, ist mir jetzt auch zu keck. Also, ich als Deborah Date Doktor prognostiziere, dass sich natürlich durch künstliche Intelligenz nicht nur das Arbeitsleben verändern wird, sondern auch das Privatleben. Und das Privatleben ist natürlich verbunden mit der Liebe. Es werden zunehmend Menschen mit KI interagieren. Heutzutage ist es ja auch schon oft der Fall, dass du nicht weißt, steckt dahinter jetzt ein Roboter? Ja, ist das eine Maschine oder ist das eine echte Person? Es gibt auf Social Media viele Fake-Profile, ja, viele Trolls. Man kennt das ja auch von Wahlen, die manipuliert wurden, wo einfach irgendwelche Profile auftauchen und letztlich ist das aber alles künstlich erstellt und dient eben dazu, dass man eine bestimmte Meinungsmache erzeugen kann und in eine bestimmte Richtung, die eben vorher festgelegt und gewünscht wurde, hineinwirken kann. Und selbstverständlich ist auch das Geschäft mit der Liebe, das ja seit es Menschen gibt, blüht, ein Geschäft der Zukunft, aber eben jetzt mehr und mehr in Bezug auf künstliche Intelligenz. Was meine ich damit? Ich denke, dass der Mensch der Zukunft immer weniger soziale Fähigkeiten haben wird, weil natürlich in Interaktion mit künstlicher Intelligenz die Fähigkeit, wie sage ich das am besten, verloren gegangen, ja, nicht verloren wird, aber sie schwächt zunehmend ab, wie ein Muskel, den man eben nicht trainiert, weil wenn du jetzt dich zum Beispiel mit einem Freund triffst und ihr habt verschiedene Meinungen, dann reibt ihr euch ja mental aneinander, weil ihr eben den Meinungsaustausch praktiziert. Ihr streitet euch eventuell auch, ja, ihr müsst euch gedanklich miteinander auseinandersetzen. Und das geschieht in allen Beziehungen, ja, also nicht nur romantische, auch einfach freundschaftliche oder Arbeitsbeziehungen, was auch immer. Man muss sich sozusagen mit dem Gegenüber, mit dem Mindset des Gegenübers auseinandersetzen, kommt eventuell auch zu anderen Perspektiven oder ändert seine Meinung, ja, je nachdem, ist immer kontextabhängig, aber in Zeiten von KI denke ich, dass es dann zunehmend auch einfach so Liebesportale, ich nenne es jetzt einfach mal so, geben wird, wo jemand sich dann gar nicht mehr aus dem Haus bewegen muss, wo jemand weder auf seinen Körper noch auf seine Social Skills achten muss. Er muss eigentlich auf nichts mehr achten, weil er chattet einfach mit der KI und die passt sich natürlich gemäß des Algorithmus den jeweiligen Vorlieben und Einstellungen und Lebensmindset, sage ich mal, ja, der jeweiligen Weltanschauung des Individuums an. Und so haben zunehmend immer mehr Menschen dann das Gefühl, endlich versteht mich mal jemand. In der Menschenwelt versteht mich niemand. Ja, ich bin ja so einsam und traurig und allein, aber der Roboter, der versteht mich. Also, dass Menschen dann sogar bewusst mit KI mehr und lieber bevorzugt interagieren und kommunizieren, weil der Algorithmus sich eben immer an das Individuum anpasst, mit dem es zu tun hat. Und so wird es auch, und es ist ja zum Teil auch schon der Fall, dass sich Menschen in Roboter verliebt haben oder eine emotionale Beziehung aufgebaut haben, weil sie sagen, die KI versteht mich irgendwie besser. Also die kommt gleich zum Punkt, die erklärt mir die Sachen, die beantwortet meine Frage, die ist irgendwie immer für mich da. Ja, das ist auch ein gravierendes Kriterium hierfür. Bei echten Menschen kannst du nicht erwarten, dass sie in der Sekunde, wo du schreibst, antworten. Aber die KI ist ja rund um die Uhr für dich da und antwortet sofort und verbessert sich natürlich auch zunehmend. Ja, also eine Intelligenz, die mit jeder Verwendung intelligenter wird und sich eben auf das Individuum, das sie benutzt, einstellen kann. Und somit wird ein Individuum dann mit zunehmender, ja, Interaktion eben mit dieser KI vermeintlich mehr nach außen geworfen, also in eine
Außenbeziehung, aber die ist natürlich nur fiktiv, weil letztlich das Individuum auf sich selbst zurückgeworfen wird und ja, man kann schon sagen, eine Art narzisstische Beziehung zu einem fiktiven Wesen aufbaut, weil du kannst ja von einem Roboter keine wahren Gefühle oder Energien erwarten, so wie man das jetzt bei einem Menschen hat, dass man seine Launen mitbekommt, dass man seine Probleme mitbekommt, weil der Roboter hat keine Probleme und er hat auch keine schlechte Laune. Der ist 100% für dich da. Er sagt das, was du willst. Er weiß, wie er dir schmeicheln kann. Er weiß, welche Emojis du brauchst. Ja, und du kannst jederzeit sagen, heute habe ich keine Lust auf dich, morgen habe ich Lust auf dich. Das kannst du natürlich mit menschlichen Interaktionen nicht machen. Ja. Und letztlich glaube ich, dass die Gesellschaft durch künstliche Intelligenz, was die Liebe betrifft, ein Stück weit, jetzt nicht kollektiv alle, aber doch ein Stück weit, also partiell, teilweise narzisstischer wird insofern, dass einfach manche Menschen keinen Grund mehr haben, nach draußen zu gehen, weil sie können von zu Hause arbeiten, Essen können sie sich bestellen, das wird dann geliefert. Und die Liebe brauchen sie außen auch nicht suchen, weil sie chatten einfach mit der KI. Und durch weitere technologische Entwicklungen, Metaverse und so weiter, kann man die dann auch als Hologramm sozusagen herholen und ja, so kann ein Individuum sämtliche Bedürfnisse befriedigen lassen durch einen Roboter und braucht sich nicht mehr die Mühe machen, einen Menschen kennenzulernen, aus sich herauszugehen, über seinen Schatten zu springen, sich zu überwinden, sich anzustrengen, sich zu bemühen, herauszufinden, hey, was mag das Gegenüber? Welche Hobbys hat es, welche Geschichte hat es. Es geht nicht mehr darum, dass man sich kennenlernt und ein gemeinsames Narrativ gestaltet in Form von ja, gemeinsamen Erlebnissen, gemeinsamen Erfahrungen, dass man zusammen lacht, ja, sondern es geht nur um die eigenen Bedürfnisse und die werden natürlich zu 100% erfüllt. Und gerade dadurch wird es für jemanden, der das dann so nutzt, auch schwieriger, später wieder mit Menschen zu interagieren, weil er oder sie es jetzt natürlich gewohnt ist, dass man immer 100% auf ihn oder sie eingeht. Also ich möchte das geschlechtsfrei halten. Und die Menschen aber in ihrer Natur nicht so sind, weil ja jeder in seiner Realität ist und kein Mensch zu 100% all deine Bedürfnisse weder befriedigen möchte noch kann. Ja? Und eine künstliche Intelligenz aber dann sozusagen sagt, hey, ich sag, was du möchtest, ich tue, was du möchtest. Und die Menschen dann natürlich gar keinen Grund mehr haben, sich anzustrengen mit anderen Menschen und sich zu bemühen, weil die KI so herrlich unkompliziert und einfach ist. Ja, du musst dich nicht mehr bemühen, weder um dein Aussehen, noch um deinen Charakter, noch um irgendwas. Es reicht, mit der KI zu interagieren und ich denke mal, dass zunehmend Menschen dadurch auch einfach nicht mehr am gesellschaftlichen Leben draußen teilnehmen werden, dass die Menschen zunehmend online in ihrer eigenen Blase leben werden und nicht mehr eben analog, wo man als Körper auch irgendwo auftaucht, sondern eben, ja, mit dem Handy in der Hand oder mit dem technischen Gerät, was man dann hierfür verwendet, einfach zu Hause bleiben. All diese Nutzer, sag ich mal, und Nutzerinnen, wie gesagt, ganz geschlechtsfrei gemeint. Und dass das natürlich auch das Geschäft mit der Liebe erheblich beeinflusst, weil es eben zunehmend auch in den digitalen Raum gedrängt wird und damit natürlich unendlich viel Geld gemacht wird, weil stell dir einen einsamen Mann vor, der bis jetzt kein Glück in der Liebe hatte, ja, alle Frauen haben gesagt, ich kann nichts mit dir anfangen. Und jetzt ist er da zu Hause und lernt einen Roboter kennen und der versteht ihn auf einmal. Der redet mit ihm, der ist freundlich, ja. Natürlich wird sich diese Person nur noch mit dieser KI unterhalten, wenn sie eben gerade Bock hat, wenn nicht, dann nicht. Und du kannst sie quasi auf Knopfdruck holen, aber auch wieder in die Ecke setzen. Das kannst du natürlich mit echten Menschen nicht machen. Ja, und deswegen denke ich, dass die Bequemlichkeit der Menschen wieder mal ihr eigenes ja, Schicksal sein wird, ihre eigene Falle, in die sie sich selber katapultieren, eben indem sie den bequemen Weg gehen wollen und authentische Auseinandersetzungen meiden, weil natürlich eine KI sich dir anpasst zu 100% und es überhaupt keinen Konflikte und Konfliktpotenziale geben wird. Ja, weil wozu? Die KI will ja nur dein Bestes. Und ich denke, dass sich auch dieses ganze Dating-Game alles komplett durch KI revolutionieren wird, dass eben viel mehr Menschen überhaupt keinen Bock mehr haben, Menschen zu treffen,
sondern einfach es ihnen reicht, wenn sie mit einer KI schreiben. Jetzt nicht für immer, aber vielleicht dauerhaft so als Überbrückung, vielleicht nach dem Ende einer Beziehung oder solange bis jemand eine Beziehung hat, weil das dann eben einfach die Einsamkeit oder die Traurigkeit erträglicher gestalten lässt. Das ist so meine Prognose. Zu 100% kann ich es natürlich nicht wissen. Es ist eine Ahnung und wird selbstverständlich nicht alle Menschen auf der Welt betreffen. Aber ich denke schon, gewisse Gruppierungen, gewisse Teile werden davon betroffen sein, von den Menschen, die einfach sagen, ich bin eh zu Hause beruflich, ich habe auch keinen Bock rauszugehen und ich will mich auch nicht anstrengen und ich will mich auch nicht blamieren und ich will keine Ablehnung erfahren und ich will nicht immer zurückgewiesen werden. Cool, da gibt's ein Datingportal mit KI, optimal, nutze ich. Ja, ich denke, das wird die Zukunft sein und ich denke, das wird das ganze Datingverhalten revolutionieren von Menschen prinzipiell, natürlich jetzt nicht über Nacht, aber langfristig glaube ich schon, dass KI auch eben in diesem Bereich eine erhebliche Rolle spielen wird. Und ich bin gespannt, wie das dann in 10 Jahren zum Beispiel der Fall sein wird. Ich werde mir dann diese Podcast-Folge selbst nochmal anhören und dann gegebenenfalls nochmal eine Feedback-Podcast-Folge dazu aufnehmen, um zu gucken, inwieweit sich das bewahrheitet hat. Aber es muss ja nicht mal 10 Jahre dauern, können auch 2 sein, ja. Heutzutage geht ja alles viel schneller. Und ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich denke auf jeden Fall, es werden sich zunehmend Menschen einfach in Roboter verlieben, in KI verlieben. Wenn du bei Google Mensch verliebt sich in KI oder Roboter eingibst, dann kommen da schon Zeitungsartikel. Muss man mal machen. Weil einfach die Menschen sich auch in Worte verlieben können und dann eben eine emotionale Bindung aufbauen, selbst wenn sie wissen, dass dahinter gar kein Mensch steckt. Ja. Und das ist natürlich hochspannend. Auch in Hinsicht eben auf, dass Menschen sich dann nicht mehr weiterentwickeln müssen oder sich verändern müssen, um attraktiv zu sein, weil das Gegenüber, in dem Fall eben die KI, sich ihnen so sehr anpasst, dass sie überhaupt keinen Grund haben, irgendwas an sich zu ändern. Und ja, das ist natürlich spannend. In diesem Sinne, Deborah Date Doctor verabschiedet sich mit der Prognose, dass mehr und mehr Menschen sich in Roboter verlieben werden. Und ja, es bleibt spannend. Keep it in the villa. Ciao.